Hi, ihr Chef Phoenix, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Bitte, nein! Oh, Sie sind's, Corvo. Den Sternen sei Dank. Wir dachten, Sie wären tot, alle bis auf Samuel. Er schien sich sicher, dass Sie überlebt hatten. Ich sah ihn auf dem Fluss, bevor das Gemetzel begann. Er war schlau genug, nicht an Land zu kommen. Und er ist sicher noch draußen. Sucht vermutlich nach Ihnen. Havelock rief uns in den Garten. Aber es ging mir nicht gut. Ich sah vom Dachboden aus zu. Er hatte ein Entermesser. Erst stach er Wallace mitten ins Auge, tötete Lydia und dann erschoss er Callista von hinten. Emily sah alles. Havelock schrie etwas über die Dinge, die er getan hätte und die keiner wissen dürfe. Pendleton konnte niemandem ins Gesicht sehen. Sie sagten, Sokolovs Zeit sei reif und gingen zum Käfig. Was danach war, weiß ich nicht. Okay. Ja, ich weiß, wie lange es bekäme, aber ich will es einmal zu Ende bringen. Du bist wie ein Fisch. Sie werfen weit ihre Netze aus und tun alle möglichen Dinge. Wohlschmeckend, tödlich, giftig, alle in einem Fang. Sie war dabei, als das Gemetzel begann. Armes Kind. Ich hoffe, sie hielt die Augen zu. Der Admiral sagte, Martin habe recht. Wir sprachen wohl darüber. Und dann... Das würde ein normaler Mensch tun. Aber nicht er. Du musst den Verstand eines Kriminellen verstehen. Hört ihr, sie hätten das Baldwin-Mädchen von ihm ferngehalten. Die ganze Zeit. Und sie hätten ihn in einen Käfig gesperrt und nur nachts rausgelassen. Den Verstand eines Kriminellen, hä? Was macht er dann jetzt? Er wartet. Beobachtet uns. Mit der irren Maske. Kommt näher. Noch näher. Und noch näher. Bis... Hör auf damit. Was ist an Corvo überhaupt so interessant? Wen hat er besiegt? Ein paar Oberaufseher? Was? Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Kommt näher und näher und noch näher. Schluss mit dem Versteckspiel. Zeig dich! Besser ist er. Ist wohl nur der Wind. Find ja. Achtung, Bürger von Dunwall. Mit traurigem Herzen gibt die Stadtwache den Tod des Lord Regenten Hiram Bull. Wie sieht's aus? Unsere Männer versuchen immer noch ins Labor einzudringen. Und es verbarrikadiert. Wir vermuten, wir sind der verrückte Naturphilosoph. Beweise deuten darauf hin, dass Anton Zocker wurde. Admiral Farley Havelock empfange demütig den Mantel des Lordregenten des Staates Crystal und all seiner kaiserlichen Besitztümer, insbesondere der Hauptstadt Dunwall. Ich hoffe innig, dass meine Amtszeit kurz sein wird und dass die rechtmäßige Erbin ihre Position in etwa einem Jahrzehnt antreten wird. Oder bin ich verhungert? Können wir weiter schauen, wo es dann weitergeht? Poplina.
Du wirst nicht mehr gebraucht. Sie sehen sich nach der Nachricht deines Todes. Priester wollte sie beschützen, doch sie rissen das Kind aus ihren Armen. Oh, Flüchen, sie ihnen entgegenschleuderte. Von Emily. Corvo, erinnerst du dich daran, wie ich dir von einem besonderen Bild erzählt habe, das für dich gemalt habe? Das hier ist es. Ich weiß nicht, wohin du gegangen bist, aber ich hoffe, dass du es dir ansiehst, wenn du zurückkommst, dass es dir gefällt. Ich würde es gerne mit zum Dunwall Tower nehmen. Heute Abend sind alle irgendwie komisch. Samuel hat Callisto etwas über einen Signalwerfer erzählt, das wir nutzen sollen, um ihn zu rufen. Er sagte, die Tür zu meinem Turm abzuschließen. Ich habe gehört, wie der Admiral den anderen gesagt hat, dass wir heute Abend zu einem Leuchtturm auf King Sparrow Island reisen werden. Ich hoffe, dass du vorher wieder zurück bist, Emily. Wow, was für ein schönes Bild. Foto. Drüben. Mir ist auch gleich offen. Als Lord Regent beanspruche ich hiermit die Titel des Großadmirals der Flotte und des Oberkommandanten der Vereinigten Streitkräfte des Kaiserreichs. Dumia. Ist auf euch. Ich bin weg. Holzen, Kugeln. Ich hoffe, du hörst dies. Ich bin verzweifelt. Das Mädchen ist weg. Emily. Ja, die Emily. Die Tochter der Kaiserin. Sie ist weg. Sie haben sie heute früh mit einem Boot abgeholt. Ich weiß nicht wohin. Wer kümmert sich jetzt um sie? Auf der Flucht. Okay. Ich konnte nicht einmal Lebewohl sagen.
Piero 31 Meter in Richtung. Es ist wohltuend, mit jemandem von meinem Niveau. Da stimme ich zu. Ihre Entlassung von der Akademie war ein Verbrechen gegen die Naturphilosophie. Wie viele Runen haben wir? Eher 5 Runen. Mehr Ratten. Was hätte ich mir auch damals schon sagen können? Aber warum meinen Groll hegen? Tag auch. Corvo, gut zu sehen, dass Sie noch leben. Die Stadt wäre nicht dieselbe, wenn Sie nicht mehr bei uns wären. Ich habe soeben Pieros Arbeit an einem Blitzpfeiler beendet. Gerade eben. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der Wirkung sicher sind. Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv. Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Havelock hat ihn studiert, bevor das Gemetzel losging. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hoffentlich ist er immer noch dort. Sie mögen ein geschickter Kämpfer sein. Meinst du diese Probleme? Erstaunlich. Ist einfach ein Der Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Was sagen Sie dazu, Corvo? Verbrennen Sie sich, Piero. Davon hätte ich ausgehen sollen. Nur eine kleine Justierung, dann sind wir startklar. Alles ist fertig, Corvo. Wir müssen das Gerät nur noch aktivieren. Möchten Sie sich die Ehre geben? Wenn dieser Blitzpfeiler aufgeladen ist, wird niemand sich in unsere Nähe wagen. Kurz manipulieren. Ja. Alles ist fertig, Corvo. Dieses Gerät wird so viele Leben so schnell auslöschen. Ein Wunder der Technik. Können Sie sich die Ehre geben? Ich bin dazu. Einfach großartig. Zerstörung im großen Stil. Wirklich unbeschreiblich. So viele Leben auf einen Schlag ausgelöscht. Ja, die haben alle was verbrochen, die würden alle töten. Aufhören! Sofort! Moment. Unerwartet. Moment mal. Warum bin ich von draußen nicht dumm gegangen? So, Piero.
Vermutlich wollen sie sich an denen rächen, die ihnen Unrecht zugefügt haben. Keine Ahnung, wo sie sind. Aber es war am Wasser. Der alte Samuel weiß es vermutlich. Wir besprachen einst ein System von Notsignalen, die von Emilys Turm aus die andere Flussseite erreichen sollten. Ob er sich noch daran erinnert? Ich konstruiere, was sie brauchen, solange ich die notwendigen Materialien habe. Okay, Verbesserungen. Springen wir noch nie verwendet. Ich frage mich, wie die funktionieren. Wahrscheinlich eher einfach platzieren, dann ausschließen. So, Kabelwerkzeug. Haben wir 7 Stück, gut. Feuerwerk. Spaß haben damit sicher. Au. Stirb! Kannst einen fangen? Ah ja. Alles am Asche. Okay, mehr zum Lesen, was ich vorlesen will. So dann rechtsklick drücken. Meine Informationen. So, ich hingehe, oder? Machen wir es zu Ende. Stürzen wir in Lotto gehen. Ich dachte mir, dass sie hier sind. Wer gegen sie wettet, kann nicht gewinnen, oder? Habe das Signal gesehen. Wusste, dass sie zurückkehren würden, Corvo. Wir sollten ablegen. Mir steckt was in den Knochen und wenn es die Seuche ist, dann kann ich nicht dafür garantieren, das Boot noch lange steuern zu können. Wir fahren nach Kingsbury Island, dort haben sie Emily gebracht. Gut. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lordregenten. Soll wirklich sehenswert sein. Ich meine, Karls wacht hoch.